Hi und willkommen zum sechsten Spieltag der IPL Season 2 gegen Haku, den Erstplatzierten. Und ja, wo ich das Teambuilding gemacht habe, war es an sich recht knifflig, also recht auch schwierig für meine Seite her, denn es war schon... Also er hatte halt schon Problem-Mons gehabt, so wie Manafi zum Beispiel oder Zygarde 50%, die halt mir schon gefällig werden konnten. Und ich hatte halt nicht so viel dagegen. Und ja, an sich bringen hier beide, also ich und Nico, beziehungsweise Haku, recht solide Teams mit am Start. Ach Quatsch. Bringen beide recht solide Teams mit. So. Und ja, der Haku hat hier ein Farbigel, was er gleich als Lead genommen hat, um halt höchstwahrscheinlich Klebeblitz zu setten und zu legen. So. Und ja, dann hatte er noch ein Tentoxa, ein Manaphy, ein Vesprit, ein Sneebel und ein Scaraborn. Ich habe hier mitgenommen als Lead mein Pungent, was eher so physisch-defensiv ausgelegt war, mit der Anti-Eisbeere. Dann hatte ich einen Überresten Kapokime, was eher so speziell defensiv ausgelegt war. Dann hatte ich einen Walschal Nidoking, was voll in den Spezialangriff investiert war. Nicht ganz komplett voll in die Initiative, da sein schnellstes Mon, glaube nur Sneebel war, wenn ich mich jetzt nicht täusche, mit 115 Base Speed. Und da ich einfach sicher mäßiges Wesen spielen konnte und auch gleichzeitig 116 KP Investment hatte mit Nidoking, das schon eigentlich recht viel ist. Ja, dann hatte ich ein eher so Mix-Defensives, was aber eher auf der physischen Defensive mehr war, weil die physische Defensive von Kaifa halt höher ist als die spezielle Defensive. Ja, Kaifa halt an sich, ne? Und natürlich mit den Evoliten und was auch noch die Tarnstellen hat, um halt die Tarnstellen rauszulegen. Ob ich dazu kam, werdet ihr dann am Ende denn sehen und oder allgemein während des Kampfes. Und dann hatte ich hier einen kleinen Star-Player, sage ich jetzt mal. Er konnte zwar nicht so viel machen, also an sich. Also das, was ich eigentlich vorhatte, konnte ich nicht machen. Und zwar habe ich Radikal mitgenommen für Scaraborn. Denn Scaraborn wäre an sich eine kleine Bedrohung gewesen für mein Team oder wäre eine allgemeine Bedrohung gewesen für mein Team. Oder gegen mein Team und das klingt auch allgemein noch recht bescheuert, wenn man sagt, dass ein Pokémon, der mit einer vierfach Kampfschwäche ein Check ist, gegen, also so ein kleiner Konter ist, gegen Scaraborn. Denkt man erstmal, warum, was hat er gesagt? Er labert nur Scheiß, aber ich kann es euch jetzt sagen, es hatte den Focus Goat mit der Attacke Konter. Das heißt, ich musste irgendwie so verhindern, dass ich weder Klebeblitz, obwohl das halt damit nichts zusammenhängt, weil du da nur den Initiative-Drop kriegst, und aber eher diese Tarnstellen nicht hast. Die musste ich ständig, also die darfst halt nicht auf Feld haben, deswegen, sonst funktioniert das nicht. Und ja, an sich hätte ich es nicht umsetzen können, aber es wäre an sich machbar gewesen. So, und als letztes hatte ich eher so ein Mixed-Offensives mit dem Life-Up-Kram-Chef, was halt die Standardattacken halt hatte. Also drei Standardattacken, unter anderem halt Verfolgung, Tiefschlag und Sturzflug. Und als letzten Move hatte ich halt noch die Hitzewelle für sein Mega-Sherox und hatte auch an sich auch 44 in den Spezialangriff gehabt mit dem frechen Wesen. Das heißt, jeder Spezialangriff hätte mich so gut gekillt. Und ja, und dann steigen wir mal in den Kampf rein.
Pokémon-Trainer Nico fordert dich heraus. Ja, wie gesagt, er leadet hier mit seinem Swagboy 69, also mit seinem Farbigel, und ich bin hier mit meinem Punchin leadet, um halt sein Lead halt zu predikten, falls er die Pilzsporre hat im Set. Er geht jetzt hier direkt für einen Verhöhner. Hätte halt, also soll halt ruhig machen. Ich bin hier halt safe für einen Samenbomben gegangen, weil ich es einfach nur weghaben wollte. Und kann ihn jetzt auch mit einer zweiten Samenbomben direkt rausnehmen, was an sich für bei ihm ein kleiner Fehler war, was er auch im Nachhinein gesagt hat, beziehungsweise geschrieben hat, nach dem Kampf. Und ja, wie ihr seht, ich nehme sofort in Runde 2 das Farbige raus, was an sich eine minimale Bedrohung wäre wegen dem Klebenetz. Denn ich habe ja noch die Option, die Klebenetz zu entfernen. Und könnten auch damit auch nie wieder gesetzt werden, beziehungsweise gelegt werden. Ja, ich bin jetzt hier rausgewechselt, währenddessen Haku in seinen Scaraborn reingewechselt ist. Und ich habe dann jetzt hier die Situation gesehen, um Auflockern zu drücken, da ich, wie gesagt, diese Klebenetz und allgemein diese Hazards nicht haben wollte. Und ja, er wechselt halt jetzt wiederum raus, weil er die Mondgewalt höchstwahrscheinlich predicted hat und er hier nichts machen konnte. Und ja, die neutrale Torso von seinem Tentox aktiviert sich, aber das macht er jetzt an sich nichts, weil das Klebenetz habe ich halt trotzdem wegbekommen. Und bin jetzt hier wieder rausgewechselt in meinen Keifel, fresse jetzt hier aber einen Surfer, was er an sich richtig gut predicted hat, denn ich hätte halt in der Matschbombe oder Schlammwoge irgendwas anderes reinwechseln können. Und er wechselt hier wieder raus. Ich bin hier safe für ein Erdbeben gegangen, da ich dachte, er geht weiter für den Surfer. Und leider nicht. Er ist halt in sein Vesprit rausgegangen, was halt natürlich die Fähigkeit Schwebe hat und halt den Erdbeben immunisiert. Er geht jetzt hier für einen Tarnsteine, was ich jetzt schon wieder dachte. Nein, nochmal Defog einsetzen. Ja, na toll. Machst du halt noch irgendwann. Ich bin hier für einen Eisabfall gegangen, da ich einfach nur Schaden auf das Vesprit haben wollte, was an sich ganz okay war für ein defensives Pokémon. Hier bin ich rausgewechselt in meinem Kabukime, muss aber dann jetzt erstmal den Nebelfeld setzen, was halt immer ist, so wenn er weg ist, und fress jetzt hier noch einen Energieball, was ich jetzt eher weniger auf dem Schirm hätte. Ich hatte jetzt eher gedacht, dass er die Psychokinese einfach spielt. Ja gut, was soll's. Energieball kommt jetzt hier einfach und ich konnte wieder für Auflockern gehen, da er langsamer ist. Er geht jetzt hier für die Catwinde auch, wechselt raus. Ich habe dann also wieder keine Tarnsteine mehr draußen auf meinem Feld und ja. Wie gesagt, er ist rausgewechselt in seinen Tentoxa und ich wechsle hier wieder raus, weil ich halt die Matschbombe predicted habe. Und da Pumpkin sie nur neutralen Damage macht und die auch eigentlich recht gut abfängt für ein eher physisch-defensives Pokémon, ja, fängt er die halt gut ab, ne? Er ist jetzt hier wiederum wieder rausgewechselt in seinen Scarborn, da es sein Pflanzen-Attacken-Switch-In ist und das an sich auch eher wenig Schaden macht. Weil ich, ja, wie gesagt, defensiv bin, aber trotzdem, ich habe halt einen Base-Angriff von 100. Das ist eigentlich ganz, also an sich nicht so wenig. Ich bin jetzt ja auch wiederum für die Synthese gegangen, da ich dachte, er geht jetzt hier wieder für einen Abschlag, um ein Item abzuschlagen. Ja gut, was sagst du, ich bin jetzt hier wieder voll und ja. Währenddessen verschwindet jetzt der Nebelfeld. Er wechselt wieder raus, weil er eigentlich dachte, ich werde rauswechseln, was ich aber nicht getan habe. Und gehe jetzt nochmal für einen Samenbomb, um halt wieder Chip Damage auf das Scarborn drauf zu machen, was ich eigentlich auf das Tentoxa haben wollte, und er bekommt die Verbrennung durch den Heist Orb. Und zwar jetzt erst. Er konnte die ganze Zeit nicht die Verbrennung kriegen, da es nicht triggert, wenn der Nebelfeld draußen ist, was ich gar nicht wusste. Und trotz dem Heist Orb hat dieser Abschlag voll wenig Schaden gemacht, fand ich. Ich bin jetzt hier für einen Eissplitter gegangen, da ich jetzt dachte, ich werde jetzt eh rausgenommen. Aber er geht für einen Delegator. Ja gut.
Das hatte ich an sich auch nicht so verstanden, warum er auf den Delegator geht, weil er hätte mich einfach safe rausnehmen können und er hätte ein noch gefährlicheres Scaraboon gehabt. Bin jetzt ja nochmal für den Eisplitter gegangen. Der Delegator ist zwar nicht gebrochen und er nimmt mich zwar raus, aber er stirbt jetzt hier an Verbrennungsschaden. Was schon mal sehr, sehr gut war für mich, denn dadurch ist dann halt eine der sehr starken Bedrohungen, die eigentlich Alola Radikal rausnehmen sollte, schon draußen. Ich bin dann hier für meinen Kramchef gegangen, da ich einfach nur was reinwechseln wollte, um halt zu gucken, was er reinwechselt. Was an sich für mich jetzt ein minimaler Misplay war. Ich muss halt Damage fressen auf meinen Pumpkin, aber das war halt an sich nicht so ausschlaggebend. Ja. Ich bin jetzt hier für die Samenbomben gegangen, da ich wusste, du tankst eh genug Matschbomben und hast eh einen kleinen Hexgott in dir drinne, da du die ganze Zeit keine Vergiftung kriegst. Und ja, jetzt fängt hier so ein minimal Stall-Battle an, denn ich heile mich jetzt erstmal ein paar Runden hoch, um halt Pumpkin auf einer sehr hohen KP-Range zu halten, denn das an sich auch schon recht wichtig war. Und ich eh weiß, dass Syntoxer kann mir nichts und auch einige Matschbomben brauche, um mich halt besiegen zu können. Da ich wirklich recht wenig in der Spezialverteidigung investiert war. Denn ich habe, glaube ich, so viel Verteidigung drin, als wenn mein 115 Base Death Pokémon halt Full Death wäre. Also sprich, ich hätte, glaube ich, auf 100, 361 Verteidigung oder so. Und auf 50 sind es dann, glaube ich, 183, wenn ich mich nicht jetzt recht entsinne. Naja, er kriegt jetzt hier nach der, weiß ich nicht, wie vierten Matschbombe endlich mal die 30% Vergiftung. Und ja, und ich kann ihn hier einfach noch mit einer Samenbombe wieder rausnehmen und besiege damit Tentoxa, weil Tentoxa ist an sich eine recht gute spezielle Wall gewesen. Und da es auch die Schuckeberry hatte, wie man gesehen hat durch den Schnüffler von meinem Pumpkin, es ist ja an sich. Hier hatte ich predicted gehabt, dass er für den Schweifglanz geht und mich als Setup-Forder nutzt, da ich halt die Vergiftung hatte und danach, glaube ich, gestorben wäre. Und dann bin ich einfach für den Samenbaum gegangen, statt um Schattensturz zu gehen, um das Ding dann noch anzuschippen. Und ja, leider hat das nicht getan. Er ist sofort für den Eisstrahl gegangen, was okay war. Und ja, hier bin ich dann einfach für den Donner gegangen, weil Donner macht Schaden. Der nimmt zwar Manaphy nicht komplett raus, wenn es nicht mal KP-Investment hat, aber er macht halt auch schon an sich recht guten Schaden. Und es könnte mich nicht ganz rausnehmen, wenn es fullmäßig wäre oder so. Aber mit Life Orb ist wahrscheinlich. Ja, der Donner kriegt halt Vesprit ab. Jetzt kommt hier das Matchup Kapokime gegen Vesprit. Er legt jetzt hier noch mal die Tarnsteine. Und ich glaube, jetzt kommt auch so wieder so ein kleines Stall-Battle im Sinne von Auflockern und Tarnsteine. Sprich, ich so, nee, will ich nicht haben. Und er so, meine Tarnsteine, die bleiben da. Und falls ihr diese Pieptöne hört, ich habe höchstwahrscheinlich vergessen, eine bestimmte Seite wegzumachen, bevor ich aufgenommen habe. Leider, naja, jetzt ist es halt mit drin. Ja. Ich bin jetzt hier einmal für Mondgewalt gegangen, da die Tarnsteine weg sind und er sie nicht rausgelegt hat. Und jetzt ist halt das Spiel Auflockern und Tarnsteine die ganze Zeit, weil er höchstwahrscheinlich dachte, ja, ich sack es jetzt eh. Und bei mir war es halt andersrum genauso. Ich wollte halt meinen Kapokime sacken. Und ich glaube, dass wir beide halt so gedacht haben, ja, wer sackt jetzt nun welches Pokémon? Und da ich halt meins eher gesackt haben wollte, seht ihr auch gleich warum. Weil ich habe hier eine bestimmte Attacke, die ich auch an sich hätte früher einsetzen können. Und aber die müsste jetzt eigentlich kommen. Nee, noch nicht. Also ich gehe jetzt hier nochmal für den Auflockern, um halt die Tarnstelle wegzukriegen.
wobei er wieder natürlich die Tarnsteine legt, was an sich eigentlich ein sehr lustiger Schlagabtausch ist. So dieses ganze Auflockern Tarnsteine-Gedönse. Und ja, hier bin ich auf Verhöhner gegangen, da mir das endlich gereicht hat, dass er die ganze Zeit Tarnsteine drückt. Er drückt natürlich weiterhin für auf Tarnsteine. Und ich bin halt für Auflockern gegangen, weil ich natürlich schneller bin. Und er muss halt jetzt entweder Kehrtwind oder Energieball drücken, weil er Tarnsteine halt nicht mehr einsetzen kann. Er geht jetzt hier für den Energieball, hab keine Tarnsteine draußen und Kabukim ist besiegt, was ich die ganze Zeit haben wollte. Und so konnte ich halt safe Giovanni reinbringen, also meinen Kramchef, und konnte halt safe eine Verfolgung drücken, weil die Range ist halt da gewesen. Also ich bin halt full Adamant, also freches Wesen eigentlich, also Naughty müsste es sein. Und ja, das reicht halt aus. Und krieg hier Life Orb Damage und Bollenhelm Damage, glaube ich, war das. Und ja, und hab hier noch einen Hochmut-Boost bekommen. Da ich hier auch gleich gesehen habe an der Stelle, brauche ich Kramchef eher weniger, kann das Sneeble sehr stark anhitten mit einem nicht neutral treffenden, also mit einem resistetem, also nicht sehr effektiven Move namens Sucker Punch oder Tiefschlag. Und er sitzt einfach mal in der Rucksack-Range. Er nimmt mich halt natürlich raus, da halt Kramchef keine Death hat und er einen Life-Up hat. Und ich bin jetzt hier in Stefan reingewechselt. Also, Stefan ist richtig gut. Er geht jetzt hier für Eisplitter, was ich halt natürlich sehr, sehr gut abfange, da ich Speckschicht habe. Und er nimmt sich dann halt hier selber raus. Ich hätte es selber getan mit einem Rucksack-Heap, aber naja. So. Meine letzten Mons sind Stefan, also Radikal, und Nidoking. Er geht jetzt hier für einen Surfer, womit ich nicht gedacht hätte, dass das Stefan tankt. Und ich konnte hier ein Toxin rausholen, was eigentlich richtig gut war, denn ein bisschen Chip-Damage ist immer gut auf Manaphy und das hilft mir dann auch, das dann am Ende eventuell rauszunehmen mit einem Donner. Da ich es überlebt habe, er für einen Angriffsmove gegangen ist und ich für einen Tiefschlag, konnte ich es genau nach diesem Toxin auf eine gute Range bringen, sodass der Donner safe killt, falls er trifft. Und ja, er nimmt mit seinem Manaphy jetzt meinen Radikal raus. Er ist auf einer Range, wo er knapp über 50% hat. Und da Nidoking mindestens 56%, glaube ich, macht mit einem mäßigen Wesen und Donner. Und er natürlich trifft zum zweiten Mal, reicht der Donner natürlich aus, um das Manaphy zu besiegen. Und wir gewinnen hier den Spieltag 1-0 gegen den momentanen erstplatzierten Haku. Das war natürlich für mich eigentlich ein sehr, sehr, also ein richtig guter Kampf. Der hat mir wirklich sehr gut gefallen. Leider hat er mir im Nachhinein geschrieben, dass er nicht so viel Konzentration hatte, halt den Kampf zu vollstreiten. Ist halt an sich schade, weil er damit ein minimalen Potenzial verschenkt hat, finde ich. Sprich, er hätte mich halt auch besiegen können. Gehe ich auch selbst davon aus, weil ich bin nicht der beste Spieler an sich und auch nicht der schlechteste. Also ich bin so im Mittelmaß. Ich kann halt gut spielen, ich kann halt auch schlecht spielen. Und ja, der hat halt mal seine Tage, wo er halt nicht so gut sich auf irgendwas konzentrieren kann und das ist halt normal, ne? Und da Nico, also Haku, an sich seinen ersten Spieltag erst verloren hat und es auch erst der 6. Spieltag ist, ist an sich jetzt eher nicht so tragisch, denn er kann halt, hat halt immer noch die Chance auf den ersten zu sein, weil er, glaube, weil der nächste, glaube ich, 2 Spieltage verloren hat oder so, ich weiß es nicht genau. Und ja, ich bin momentan auf dem letzten Abi-Fall gesehen. Falls der 9. Platzierte, also der Timmy Fori, verloren hat, bin ich höchstwahrscheinlich auf dem 9., also auf dem vorletzten. Das ist an sich zwar nicht so gut, aber die Hinrunde, da haben wir ja noch, den 7., den 8. und den 9., 3 Spieltage. Und in der Rückrunde haben wir auch nochmal 9 Spieltage. Also
es ist an sich noch nichts entschieden. Ich kann halt immer noch so im Mittelfeld landen oder vielleicht auch Vierter oder so, wenn ich es schaffe. Was an sich auch recht gut ist, denn man hat es ja gesehen in der ersten Season, dass ich an sich auch was kann. Man hat gesehen, dass ich die Rückrunde komplett gefailt habe, so mehr oder weniger. Aber naja, vielleicht wird es jetzt besser. Ich weiß jetzt nicht so genau, gegen wem ich nächste Woche spielen muss. Deswegen sage ich jetzt einfach mal, ja, schaut beim nächsten Mal vorbei oder bei einem anderen Video, falls ich in der Zwischenzeit wieder eins hochgeladen habe. Und wünsche euch ansonsten einen schönen Tag. Haut rein. Tschüss.